Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem kleinen Videoblog-Update-Blog, Daily-Vlog, bla, meine Arme tun weh, Blog, irgendwas. Ja, es gibt heute mehrere Themen, die ich ansprechen möchte, deswegen versuche ich keins zu vergessen und mich nicht zu lange mit den einzelnen Themen aufzuhalten. Zuerst wieder zu meinen Haaren, falls die Fragen wieder kommen. Nein, die sind wieder gegelt oder sonst was, die sind noch etwas nass, feucht, weil ich duschen war und ich hab auch einmal wieder meinen Bademantel angezogen, der guten alten Zeiten willen. Erkennt man gar nicht so richtig, weil es so dunkel ist. Geil. Ja, genau. Und anscheinend trocknen meine Haare unregelmäßig, deswegen steht das hier ein bisschen ab, weil das schon trockener ist. Und wie man sieht, hier die Tolle, die ist auch schon schneller trocken anscheinend. Aber egal, kommen wir jetzt zu den wichtigen Themen, zu meinen Armen. Ganz klein wenig schlechter geworden. Und zwar, gestern war natürlich Fußballtag, das heißt viel Fußball geschaut. Deswegen auch direkt mal die Entschuldigung an alle, dass ich das Paxis Antwortet-Video gestern nicht mehr rausgehauen habe. Das lag einfach daran, dass ich dann nachmittags Besuch bekommen habe. Dann haben wir halt Fußball geguckt, dann haben wir auch ein bisschen FIFA gezockt und dann habe ich einfach vergessen gehabt. Und dann hatte ich nachts, beziehungsweise abends, nachts, wie auch immer, keine Lust mehr, das rauszuhauen. Also gestern FIFA gezockt und Fußball geschaut und natürlich auch gestern ein paar mehr Spiele FIFA gezockt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, es tut irgendwie weh. Und zwar merkwürdigerweise im linken Arm, obwohl ja der rechte eigentlich der kaputte war, also der wirklich kaputte Arm war. Der linke dann irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und das habe ich aber erst relativ spät gemerkt, weil ich war halt konzentriert aufs Spiel und habe mich darauf reagiert, dass da irgendwas weh tut. Aber es tat halt schon länger weh dann. Und er hat dann natürlich wieder aufgehört, habe dann so ein bisschen ruhig gehalten und hat dann auch mich vor dem zu Bett gehen wieder mit meiner Wundersalbe eingerieben und heute Morgen auch. Ja, was soll ich sagen? Also der rechte Arm, den hat es nicht so wirklich gestört. Den linken Arm komischerweise mehr. Beim Schlafen war es dann ein bisschen unangenehm. Also ich konnte mich nicht wirklich auf die linke Seite legen. Also auf den linken Arm legen oder so, auf die linke Seite, das ging nicht geil. Das war überhaupt nicht geil. Also entweder habe ich auf dem Bauch geschlafen oder halt auf der rechten Seite. Heute Morgen dann nochmal eingerieben. Und ich sag mal so, also es tut jetzt nicht richtig weh und ich kann auch immer noch den Arm, wie man sieht, komplett ausstrecken, was mit rechts übrigens auch geht, aber immer noch ein Ziehen im Arm. Also ich kann immer noch komplett ausstrecken, aber vor allem der linke, aber auch der rechte fühlt sich halt jetzt einfach von, seitdem ich auch klein bin, erschöpft an. Das heißt, so als wenn ich gestern so ein bisschen trainiert hätte oder sowas, was ich ja nicht gemacht habe. Aber da hat man schon gemerkt, Dauerbelastung ist definitiv, das heißt Dauerbelastung, erhöhte Belastung ist definitiv noch überhaupt nicht für meine Arme. Musste ich gestern feststellen, weil, ja, wie gesagt, also es fühlt sich jetzt so ein bisschen kribbelig an und so, also schon ein bisschen merkwürdig. Das heißt, heute ist zum Glück wieder ein ruhiger Tag, da kann ich erstmal die Arme wieder schonen, da passiert nichts. Ich werde jetzt auch heute keine 10 Stunden Let's Plays aufnehmen, falls ich überhaupt dazu komme, nehme ich nur ein paar Folgen auf. Aber wie es aussieht, darf ich es noch nicht übertreiben. Aber ich hab's von Anfang an gesagt, das große Risiko bei einer Sehnscheidenentzündung ist einfach, dass man, wenn der Schmerz weg ist, halt direkt wieder normal hantiert und dann hat man einen Rückfall, weil man am Anfang einfach nicht merkt, dass es immer noch sehr gereizt ist, weil es einfach nicht mehr wehtut. Gut, so viel zu dem Thema. Wir wollen noch andere Themen durchsprechen. Also mein Arm geht es einen Tick schlechter, aber nichts Tragisches. Wie gesagt, heute wieder Schontag. Und dann klappt es auch. Kommen wir zum nächsten Thema. Morgen joggen. Weiß ich noch nicht. Dadurch, dass ich jetzt gemerkt habe, okay, die Arme noch nicht so geil. Man muss sich halt überlegen, wenn man joggt, dann macht man ja, also jetzt übertrieben gesagt, so hier, ne, ungefähr. Also ich tanze nicht, sondern ich jogge jetzt. Ne? So jogge ich ungefähr. So behindert jogge ich. Immer. Jeden Tag. Nee, Quatsch. Ne, wisst, was ich meine. Und das alleine schon, diese Armbewegung, dass man ja mit dem Körper quasi dann immer abwechselnd links und rechts bewegt, das alleine logischerweise sorgt schon dafür, dass die Sehnen beansprucht werden. Ich werde das morgen spontan entscheiden, ob ich joggen gehe oder nicht. Deswegen erfahrt ihr dann, na, morgen im Blog, weiß ich nicht. Also wenn ich den Blog morgen vor dem Joggen mache, kann ich es ja noch nicht wissen, ob ich es gemacht habe. Und falls ich den Blog morgen nach dem Joggen mache, dann wisst ihr es. Also morgen gucken, ob ich joggen gehe. So, was ist das nächste Thema? Das nächste Thema sind erstmal generell Let's Plays. Ich habe jetzt mehrfach schon gelesen in meinen Kommentaren, so von wegen, ich hoffe, du erholst dich länger, damit du länger diese Videoblogs machst. Die gefallen mir viel besser als die Let's Plays. Also es gab einige Stimmen, die gesagt haben, die Videoblogs sind geiler als die Let's Plays. Und ich soll aufhören, Let's Plays zu machen. Das Ding ist halt, dass die Klickzahlen der Videoblogs, obwohl ich ja wirklich 1 Million Videoblogs rausgehauen habe in den letzten Tagen, sind halt wirklich einfach mal tausendfach besser als die von den Let's Plays. Und ja, da fragt man sich schon, ob man jetzt nicht eher auf Videoblogs umsteigen sollte oder generell halt auf solche Videos und weniger Let's Plays machen sollte. Ich werde wahrscheinlich wirklich weniger Let's Plays machen, weil ja, wenn die Zuschauer mehr Videoblogs sehen möchten, dann ist es ja dumm, oder? Wenn ich weniger Videoblogs mache und wieder mehr Let's Plays. Also ich
weiß noch nicht 100%, wie ich es mache. Mich würde es auch extrem freuen, wenn ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreibt. Also erstens schreibt mir rein, was haltet ihr von Let's Plays und Videoblogs, beziehungsweise wollt ihr, dass ich mehr Videoblogs mache, wollt ihr, dass ich mehr Let's Plays mache, wollt ihr, dass ich beides mache, wie, in welchem Verhältnis gesehen und so weiter. Also ich will einfach mal euer Feedback haben, was ihr jetzt davon haltet, weil ich halt echt darüber nachdenke, ob ich meinen Kanal irgendwie umstrukturiere und es halt irgendwie anders mache. Da die Klickzahlen halt wirklich einfach viel besser sind bei meinen Videoblogs. Ist halt einfach so. Also mein Plan momentan ist auf jeden Fall erstmal, dass ich jetzt die FIFA-Videos, wenn jetzt dann wieder, wenn der Rhythmus dann irgendwann wieder normal weitergeht, was irgendwann hoffentlich jetzt in der kommenden Woche ist, dann ist mein Plan, dass ich die FIFA-Videos wieder alle 2 Tage erstmal nur bringe und nicht mehr jeden Tag, sondern alle 2 Tage. Und also ich persönlich will eigentlich auch weiterhin Witcher und Far Cry jeden Tag raushauen. Aber es ist halt klar, dass ich nicht in der Menge Videoblogs machen kann, beziehungsweise in der Menge Let's Plays machen kann. Also ich kann nicht beides gleich intensiv betreiben. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen, und dann ist ja das Ding, ich will ja eigentlich nächsten Monat 2 neue Projekte anfangen. Das heißt, einmal, was war's? Doom? Doom, ne? Ja, Doom. Doom und dann eher Ende des Monats Warhammer 40.000, oder heißt es nur Warhammer? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall Total War, Warhammer, oder ist es umgedreht? Warhammer, Total War? Ihr wisst, was ich meine. Diese beiden Spiele wollte ich eigentlich ja auch noch Let's Playen. Ja, also, ihr seht, ich bin sehr unentschlossen. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll, weil ich es einfach nicht weiß. Deswegen, ich hoffe auf euer Feedback. Schreibt mir bitte rein, was abgeht. Schreibt mir bitte rein, was ihr, wie ihr das seht, was ihr wollt. Und dann werde ich versuchen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Wie genau, weiß ich nicht. Ich werde erstmal wieder anfangen, im Laufe der Woche überhaupt Let's Plays zu produzieren. Witcher natürlich und Far Cry. Bei FIFA habe ich noch ein paar Folgen. Das ist erstmal kein Stress. Aber Far Cry und Witcher wieder ein paar Folgen produzieren. Und wenn ich dann wieder ein paar Folgen produziert habe und ein paar auf in der Hinterhand habe, dann kann ich auch anfangen, die wieder täglich rauszuhauen. Ansonsten, ob ich dann generell irgendwie so einen 2-Tages-Rhythmus anfange oder ob ich zum Beispiel sage, okay, ich mache es halt so, dass ich alle 2 Tage mal einen Videoblog mache, weil man hat ja auch nicht jeden Tag was Interessantes zu erzählen, dass ich einfach sage, okay, alle 2 Tage Videoblog, alle 2 Tage FIFA 16 und dann quasi FIFA 16 mit dem Videoblog abwechsel und Far Cry und Witcher halt täglich raushaue. Muss ich erstmal schauen. Dann gibt es ja auch noch die Paxis antwortet Videos. Die sollen ja auch regelmäßig kommen. So einmal in der Woche mindestens. Solange wir natürlich unter diesem Projekt, unter dem momentanen Projekt, fragt Paxis Staffel 2 nach Fragen stehen. Das heißt, sobald dann keine neuen Fragen mehr da sind, ist das Projekt auch erstmal wieder durch. Dann kommt es irgendwann wieder. Aber es gibt schon noch einige Fragen. Ja, also das ist jetzt erstmal so mein Plan für. Das heißt, das ist kein Plan. Das ist einfach nur eine Ankündigung. Eine Ankündigung. Oh. Das ist einfach nur eine Information. Sagen wir mal so, das ist keine Ankündigung. Das ist eine Information für euch. Und ich hoffe, ihr schreibt mir ein paar Sachen in die Kommentare rein, weil ich brauche eure Meinung auf jeden Fall. Sonst weiß ich nicht so richtig, was ich machen soll. Und, oh, meine Haare regulieren sich gerade wieder. Das ist sehr schön. Die sehen jetzt besser aus. Und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war's, oder? Ach ja, das wollte ich noch erzählen. Mein erster Smoothie, seitdem ich den Arm verletzt hatte. Ich hätte zwar eigentlich auch die letzten Tage das schon machen können, aber ich war irgendwie zu faul. Es war irgendwie einfacher, schneller und schöner, jetzt einfach mal ein Brot reinzustopfen. Aber das ist natürlich 1000-fach gesünder, deswegen Smoothie ist wieder da. Sehr schön. Ich überlege gerade trotzdem, ob ich mir noch ein Brot mache. Ich habe mich irgendwie so daran gewöhnt, jetzt um die Uhrzeit ungefähr noch ein Scheiblein Brot zu essen. Ich glaube, ich mache mir noch eine Scheibe Brot. Schönes Vollkornbrot und das kann ich ja trotzdem noch trinken im Laufe des Tages, das ist ja das Schöne. Das werde ich vielleicht sogar in Zukunft machen, so eine Scheibe Brot zum Frühstück und dann noch einen Green Smoothie, weil der ist halt einfach unendlich gesund. Mir hat auch jemand geschrieben, jetzt muss ich noch mal kurz, fällt mir gerade spontan ein, mir hat jemand geschrieben, also irgendwelche Tipps wegen meinen Arm oder so, irgendeine komische Übung, die ich nicht machen werde, weil ich nicht wissen weiß, was das so richtig bringen soll. Dann aber halt noch der Tipp, ich soll mir so einen komischen Ball kaufen und damit merkwürdige Übungen machen. Ich habe jetzt nicht vor, hier irgendwie der Monsterathlet zu werden. Also das habe ich nicht vor. Ich will einfach nur regelmäßig joggen gehen, im besten Fall. Und wenn ich Bock habe, ab und zu mal ein paar Liegestütze machen oder ein bisschen was generell für den Oberkörper, für den Arm machen, das war's. Mehr will ich nicht. So. Und weil ich eigentlich zu leicht bin für meine Größe, war mein Plan halt, ein bisschen Muskelmasse aufzubauen, um halt wieder schwerer zu werden. Weil ich bin, fragt lieber nicht nach, wie viel ich wiege, ich bin viel zu leicht für meine Größe.
Und das war aber schon immer so. Ich werde auch nie Normalgewicht erreichen für meine Größe. Ich war schon immer der schlaksige, drahtige Typ. Aber ein paar mehr Kilo, mein Plan ist eigentlich 4 Kilo zuzunehmen, ne? Das ist mein Plan. Das Geile ist halt echt, wie sich manche Leute jetzt vielleicht sogar hier vor dem Video sich da denken, oh mein Gott, der will zunehmen oder was? Ich will abnehmen, ich will abnehmen. Aber bei mir ist es halt das umgedrehte Problem. Ich schaff's einfach nicht zuzunehmen und esse zu wenig etc. Aber es ist ein Video, das ist ein Thema, da können wir vielleicht mal in einem anderen Video, in einem Videoblog drüber reden, weil das, denke ich, auch ziemlich amüsant ist, weil ich halt dieses umgedrehte Problem habe. Ne? Die meisten Leute sind halt zu dick und wollen abnehmen und ich bin einfach zu dünn und muss zunehmen oder will zunehmen. Aber naja, genau, und der Typ hat gesagt, ich soll halt diese komischen Übungen mit dem Ball machen, kein Bock. Und dann hat er noch gesagt, ich soll mehr joggen gehen und mich gesünder ernähren. Was ist denn das für ein Tipp? Der weiß ja überhaupt nicht, wie oft ich joggen gehe und er weiß ja auch überhaupt nicht, wie gesund ich mich ernähre. Also erstens, ich gehe, wenn alles funktioniert, ne, versuche ich dreimal in der Woche joggen zu gehen. Das reicht mir auch komplett aus. Montag, Mittwoch, Freitag, das ist für mich absolut ausreichend. Mehr möchte ich nicht. Und ich ernähre mich wahrscheinlich gesünder als jeder einzelne Zuschauer hier, ohne dass ich euch kenne. Einfach nur, weil ich weiß, wie ungesund man sich im Normalfall ernährt und wie gesund ich mich ernähre. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand von euch sich noch gesünder ernährt als ich. Das kann natürlich auch gut sein, ne? Aber ich meine jetzt nur so übertrieben gesagt, ne? Also ich ernähre mich verdammt gesund. Ich trinke jeden Tag einen Green Smoothie, wovon ihr hier jetzt ein Beispiel habt. Und ich habe es ja auch schon öfters mal im Blog gezeigt. Das heißt, ich trinke jeden Tag halt einen Green Smoothie, wo halt wirklich, ja, Rohkost halt. Absolute Vitaminbombe. Absolute Vitaminbombe. Von daher, ich esse verdammt wenig Zucker, also verdammt wenig, was aber auch einfach zum Teil daran liegt, dass mein Körper halt Zucker nicht so gut verträgt. Sonst würde ich deutlich mehr Zucker essen. Ich war nämlich deutlich dicker früher, also nicht dick im Sinne von ich war zu dick, ich war immer noch zu leicht für meine Größe, aber ich war früher deutlich dicker und das lag einfach nur daran, dass ich früher viel mehr Zucker gegessen habe und mich viel ungesünder ernährt habe. Und jetzt ernähre ich mich einfach zu gesund und deswegen bin ich nicht mehr so dick. Also ich habe mal, ich glaube 78 Kilo war das Schwerste, was ich bisher gewogen habe. Und ja, das ist jetzt nicht mehr so. 78 Kilo war mal der Schwerste. Und ich glaube, selbst das war noch nicht mal richtig Normalgewicht für meine Größe. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass es Normalgewicht war, aber es war auch nicht gut an meinem Körper verteilt. Also Fettgehalt war ziemlich, ziemlich hoch. Egal, wie gesagt, über das Gewicht oder über das Abnehmen und Zunehmen-Thema können wir ein anderes Mal reden. Auf jeden Fall, wie gesagt, den Green Smoothie jeden Tag. Außer jetzt halt, wo ich mich schneiden konnte. Das mache ich schon seit, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so. Und dreimal in der Woche joggen mache ich auch ungefähr seit 2 Jahren. Fast keinen Zucker essen mache ich auch seit 2 Jahren. Also ich habe immer mal so Tage, wo ich dann halt ein bisschen Zucker esse, ne? Aber wirklich nur etwas Zucker, also wenig. Das heißt, eine Tafel Schokolade 100 Gramm hat ungefähr 50% Zucker. Also das wären dann so 50 Gramm. Ne? Das ist schon ziemlich viel für einen Tag. Aber für die meisten normalen Menschen, die sich nicht wirklich nachdenkend ernähren, sage ich mal, ist das überhaupt nicht viel, 50 Gramm Zucker am Tag, weil logischerweise weil die halt nicht drüber nachdenken, was sie essen, wie viel Zucker drin ist. Und in halt jedem Produkt ist Zucker drin und ich vermeide halt Zucker, soweit es geht. Und esse halt auch bestimmte Sachen nicht, weil mir einfach zu viel Zucker drin ist. Also, was nehmen wir mal als Beispiel? Wenn ich mir zum Beispiel einen Joghurt mal kaufen will, wenn ich mal Lust habe auf einen Joghurt, dann gucke ich immer zuerst, wie viel Zucker in dem Joghurt drin ist. Und ich versuche immer Joghurt zu nehmen, der wenig Zucker hat. Das heißt, wenn ich einen Joghurt sehe, der so 30, 40% Zucker hat, da stehen halt immer die Gramm drauf, ne? Auf 100 Gramm, 30, 40 Gramm, den kann man immer in Prozent rechnen. Ja, halt einen Joghurt sehe, der so 30, 40% Zucker hat, den kaufe ich gar nicht erst, den esse ich nicht, weil der mir einfach prozentual gesehen zu viel Zucker hat. So, wenn ich also Joghurt esse, dann versuche ich eigentlich immer Joghurt zu essen. Und ich esse selten Joghurt, aber wenn ich welchen esse, dann versuche ich immer welchen zu essen, der weniger als 20% Zucker hat, weil ich mir einfach denke, das ist Verschwendung halt. Ich kann halt nicht viel Zucker essen. Und wenn ich dann Zucker esse, dann überlege ich mir immer, was, wieso. Also muss halt geil sein, muss halt richtig Bock drauf haben. Und deswegen esse ich zum Beispiel auch so gern die Macadamia-Nüsse, weil die haben halt einfach mal so gut wie überhaupt gar keinen Zucker. Die haben 4,2% Zucker, das ist halt quasi nichts. Und dann ist es logischerweise auch kein zugesetzter Industriezucker, sondern ist natürlich ein natürlicher Zucker, der nochmal weniger schlimm ist. So, und ja, das heißt, ich esse wirklich sehr wenig Zucker. Sehr wenig Zucker. Also vor allem im Vergleich zu früher, ich habe früher, wenn ich einen Tee getrunken habe, also eine Tasse Tee, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das hier, ne? Eine Tasse Tee, da habe ich schon ohne Probleme so, also zu meiner ganz wilden Zeit, habe ich hier 5 bis 8 Löffel Zucker reingemacht. 5 bis 8 Löffel. Und mittlerweile trinke ich Tee natürlich nur noch ohne Zucker. Das heißt, nur noch ungesüßter Tee. Ausnahme ist, wenn ich Earl Grey trinke und ich habe diese geilen
Kondensmilch, Kaffeesahne mit Irish Coffee Geschmack. Der besteht, glaube ich, weiß ich nicht, zu 8% oder 10% aus Zucker. Aber da macht man ja auch nur 10 Gramm rein oder so. Das heißt, das sind 0,8 Gramm Zucker oder sowas. Das ist halt auch wieder nichts. Da gönne ich mir das ja quasi. Aber ansonsten esse ich sehr wenig Zucker. Esse natürlich auch entsprechend Gemüse und Salat. Wobei ich halt meine Vitamindosis für den Tag im Normalfall schon mit meinem Smoothie ausgefüllt habe. Und ich trinke halt auch davon nicht nur eine Tasse, sondern es sind da meistens so 2 bis 3. Ja, und was soll ich noch sagen? Also, was esse ich noch Süßes? Was esse ich noch Gesundes? Obst esse ich halt relativ wenig, was daran liegt, dass ich halt Zucker nicht so gut vertrage und im Obst halt auch meistens relativ viel Zucker drin ist. Das heißt, natürlich ist hier auch Obst drin, aber meistens nur ein Apfel und eine Orange. Und das war's. Also Obst esse ich nicht so viel, dafür aber halt mehr Gemüse. Und ich esse relativ wenig schlechte Kohlenhydrate, das heißt einfache Kohlenhydrate wie Reis oder einfache Kohlenhydrate wie Reis oder wie normale Pastagerichte zum Beispiel, die halt für den Körper sehr einfach aufzuspalten sind. In Zucker esse ich halt recht wenig. Ich esse dafür lieber Kartoffeln. Wenn ich Brot esse, Vollkornbrot. Das sind halt einfach bessere Kohlenhydrate, die komplexer sind. Kartoffeln müssten sogar die komplexesten Kohlenhydrate haben. Und ich glaube, Kartoffeln bestehen auch nur zu 15% aus Kohlenhydrate. Das heißt, ich esse nicht ganz so viele Kohlenhydrate, aber gesunde Kohlenhydrate. Aber ich esse schon täglich Kohlenhydrate. Also ich bin jetzt kein ketogene Atkins, irgendwas Ernährung. Wir verzichten mal auf Kohlenhydrate, weil wir denken, das ist cool. Das mache ich nicht. So, das Video reicht es aber auch. Ich habe jetzt wieder vom Hundertsten ins Tausendste gelabert und das Video ist viel zu lang geworden, das Video. Das ist nicht gut, weil niemand guckt sich gerne jeden Tag ein 20-minütiges Videoblog-Video an. Das weiß ich. So. In diesem Sinne, wir versuchen es beim nächsten Mal wieder kürzer zu halten. Macht's gut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Oder trinken wir noch einen Schluck, wir trinken noch einen Schluck. Komm, ich werd's nicht auf Ex trinken, weil ich habe schon so ein Glas drin vor, keine Ahnung, bevor das Video angefangen hat halt. Also vor knappen, verreichlichen 20 Minuten ungefähr. Also mal gucken, wie ich es schaffe, aber wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Prost auf euch. Muss reichen. Doch, doch, fast die Hälfte. Geil. Tschö, macht's gut, meine kleinen Paxianer. Neuer Begriff für alle meine Fans. Nee, Quatsch, den Scheiß fangen wir nicht an, mich von wegen. Was gibt's da noch so? Ach, keine Ahnung, wie die anderen YouTuber ihre Base nennen. Aber ich nenne euch einfach meine Lieblingszuschauer. Macht's gut.